Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Project Unstable, denn ich höre mit YouTube auf. April, April, ach so ein Scheiß. Es tut mir leid. Ja, folgendes. Heute machen wir Demon Invasion, also bereiten alles hoffentlich vor. Ich weiß nicht, ob ich es in dieser Folge schaffe. Und ja. Ich habe hier einen Haufen schon mal von diesen Rune of the Orb. Hier seht ihr es. Ich glaube 26 oder 27 habe ich jetzt hingepackt. Und wir haben 15.400.000 Life Points. Und jetzt ist das Ding voll. Und was wir jetzt machen, wir automatisieren das jetzt erstmal. Dass wir praktisch unser Blutgedöns fertig haben. Das bedeutet allerdings, ich muss da nochmal rein. Was nicht unbedingt was Gutes ist. Die kommen nämlich alle schon. Komme ich hier von hier vielleicht an? Haha. Okay. Ein Glowstone da. Ich liebe das. Also Ring of the Far Reach, ne? Beste Investition, die ich jemals gemacht habe. So. Da noch ein Glowstone hin. Und da einen Glowstone hin. Müssten wir eigentlich hier so ungefähr. Ne? Irgendwo. Da also. Okay, auf der Höhe müssen wir sein. Okay, dann buddel ich mich hier einmal außen rum. Huch. Was ist denn hier? Hallo? Ja. Ich hab ein. Was heißt. Ein bisschen mehr Bock. Ich hatte nie keinen Bock, nur. Ich habe ja letzte Folge so ein bisschen angedeutet, dass ich nicht mehr weiß, was ich noch im Project Unstable machen soll. Das ist ja. Nee, vorletzte Folge. Letzte Folge war ja die Special-Folge, stimmt. Das nicht so special. Das war einfach der Ender Dragon. Ja, also wen es nicht gefallen hat, es tut mir leid. Das war das Beste, was ich im Moment unter Special verstehe. Ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben mit diesem Schneiden da davor, von diesem Aufbruch dorthin, aber man hätte es sicher weitaus besser machen können, aber nun gut. Ich bin halt kein perfekter Schneider, sondern ich bin eigentlich wirklich nur der Typ, der sich hier hinsetzt und mit euch redet. So. In der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert. Ich habe das nicht vorher ausgetestet. Hebel. Müsste aber theoretisch ja funktionieren. Wenn ich jetzt hier sage, auf der Westseite. Düpp, düpp. So. Dann gehen wir nach hier vorne. Wir müssten jetzt eigentlich theoretisch und hoffentlich drinne sehen, dass da. Kann ich das? Nein, kann ich nicht kaputt machen. Aber es ist da Licht, ne? Perfekt. Okay. Das scheint zu funktionieren. Dann machen wir das mal so. So, du kommst weg. Du auch. Du auch. Dann machen wir es mal. Ja, das ist jetzt so ein bisschen noch Zeug von der Vorbereitung von der letzten Folge. Ich weiß gerade irgendwie. Ich komme mir gerade irgendwie bescheuert vor. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was gerade los ist, aber ich habe so ein bisschen Gefühl, ich rede hier nur blödes Zeug. Aber nein, mache ich eigentlich nicht, ne? Mache ich nicht. So. Okay. Mal anmachen hier. Ist hier so ein Loch im Boden. Dürfte aber reichen, ne? Hoffentlich. Ja, wir haben sogar noch einen über. Zwei Stück sogar über. Nein, nicht die Nordseite. Die Ostseite müssen es ja dann sein, gegenüber von Westseite, ne? Ja. Okay, dann brauchen wir den Receiver. So, ich hoffe mal, das Ding kann sich verbinden. Also, mit dem, was ich jetzt vorhabe. Wir brauchen nämlich noch eine Redstone Torch. So. So basteln wir jetzt einen ganz simplen, einfachen Standard-Vanilla-Redstone-Inverter. So, ist an. Und dann bauen wir das Ding hier hin. So. Welche Frequenz hatte ich? 519. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Wenn ich jetzt hier mache, 519, Set. So. Ob das so funktioniert? Ich weiß nicht, ob das Ding starke Signale ausgibt. Natürlich kommt jetzt der Blood Moon.
Natürlich. Warum nicht? Kann ja auch mal schön sein, ne? Ohne Blattmond. Nein. So, ich mach mal Folgendes. Brauchen an die 100 Ritual Stone. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Haufen von diesen Reinforced Slates. Ich mache einfach mal ein Stack. So. Müssten wir jetzt eigentlich sehen, dass dann das Ding... Das dürfte ja eigentlich dann hier nichts Neues spawnen jetzt. Jawohl! Wir sind unter die 75% hier in dem Ding gekommen. Das heißt, wir spawnen jetzt da oben wieder Monster. Füllen praktisch wieder auf und wenn wir über 75% in dem Ding sind, schalten wir das Ding wieder ab. Und wir kriegen keine neuen Mobs hier gespawnt. Das ist sehr gut. Uns auch noch ein Haufen Zeug, aber ich suche eigentlich nach dem da. Wird ich hier wieder zumachen kann. So. Hallo. Ich weiß nur nicht, reicht das jetzt eigentlich? Warte, ich mache mal hier unten nochmal einen Hebel hin. Wenn ich das irgendwo machen kann. Warum bist du nicht mehr connected, sag mal? Down, in and out. Bleib mal dauerhaft an, bitte. So, wenn ich jetzt hier... Können da noch Monster spawnen? Ich will jetzt nur mal sicherheitshalber gucken. Geh fort. Natürlich gehst du hoch. 7. So. Hier können noch Monster spawnen. Das Glowstone da geht nicht raus. Okay, warum? Kein Signal, oder was? Mensch. Das ist das Problem. Wir haben hier keinen Morph-Mod drauf, wodurch wir uns irgendwie verkleinern können oder so. Ist ein wenig kontraproduktiv. An manchen Stellen. So, hier, der hier war's. Nordseite. Ah, ich glaube, ich habe Strong Signal. Ah, ne, warte mal. Da muss ich hin. Ne, Strong Signal. Jetzt hat er es rausgepackt, oder? Ne. Hatte ich da vielleicht kein Glowstone drin, ne, sag mal? Machen wir nochmal. Nein, Glowstone, bleib hier. So. Kam da jetzt was raus? Ja, das sieht besser aus. So, F7. Und wie Sie sehen, sehen Sie... Alter. Mensch, warum der auf der... Mensch, der kann aber gut zielen. Ja, der Wahnsinn. So. Machen wir den Hebel weg. Den packen wir mal hier vorne irgendwie noch hin, dass wir es trotzdem manuell noch ausschalten können. Machen wir mal hier so nach vorne irgendwie. Hier. Alter, das... Dieses scheiß Gift nervt jetzt. Jetzt kommt auch noch Blood Moon, das heißt, sieht auch noch scheiße aus hier alles und... Ah. Ich es hasse. So. Und zwar auf der Nordseite wieder. So. Müsste ja jetzt eigentlich, wenn ich das hier hin mache und das dahin. Jetzt müsste ja aus sein, genau. Sehen wir mal. Perfekt. Okay. Das heißt, wir haben auch noch Notein aus. Chisel. So. Machen wir ganz kurz diesen da. Ich will jetzt nicht unbedingt den ganzen Mist hier selber machen müssen. Panel. Tada! Und fertig. Wunderschön. Dann haben wir das jetzt auch schon mal fertig soweit? Okay. Wir haben das Ding jetzt also automatisiert. Also sobald hier in dem Blattaltar sich mehr als 75% Blut anstauen, die halt nicht mehr aufgenommen werden vom Zeug hier überall, dann wird hier oben, also hier die Drawbridges werden ausgefahren, es werden keine neuen Mobs gespawnt. Also wir haben das jetzt eigentlich theoretisch hoffentlich komplett automatisiert. Ich würde ja hier gerne Dark Glass hinmachen, aber das wird ja durch die Creeper die ganze Zeit in die Luft gesprengt. Was nicht ganz so toll ist. Nun gut, so. Mal gucken, wie viel von diesen Ritual Stone wir jetzt aufgebaut kriegen. Ich bin sehr gespannt. Ich brauche mal kurz mein Dingens hier. 63% haben wir geschafft. Okay.
Oh, ganz gut. So, dann. Mensch, Ritual Stone. Ja, ich glaube, damit werde ich jetzt wahrscheinlich ein, zwei Folgen verbringen. Orb. So. Ein Stack. Und 12, die reichen nicht. Ich habe noch 6. Ich brauche aber wesentlich mehr. Ups. Was leckt das hier gerade so? Nicht denken. Second of the Nether, das ist falsch. Wir brauchen... Mensch. Das System ist ein bisschen an manchen Stellen kacke, muss ich sagen. Convocation of the Dawn. Ist das richtig? Ja. Okay. Wir brauchen 36 davon, 36 davon. Das heißt, wir haben da schon mal 72. 80. 104. Oh Gott. Wir sind schon bei 104. 112. Warum brauchen wir Blankstones, frage ich mich gerade. Ja. 112 war mal 1828. Das heißt, exakt 2 Stacks brauchen wir. Es leckt gerade so extrem. Ich weiß nicht warum. Liegt das vielleicht am Bloodmoon, weil hier überall Mobs sind? Ich. Keine Ahnung. Ja, das dauert jetzt einen Moment. In der Zwischenzeit. Wir brauchen nämlich noch ein paar andere Dinge. Und zwar brauchen wir. Das Ding hier ist voll, hoffe ich. Ja. Orbis Terror ist voll. Brauchen wir das? Dummerweise brauchen wir das genau nicht. Wir brauchen. Blood Magic. Wir brauchen Ether. Brauchen wir also dann 10 Stück theoretisch. Ist das Ding leer? Ja, okay. Also wir brauchen Ether. Ether. Ne, es ist Sanctus. Wir brauchen Ether. Ether. Glowstone, Ghastier, Feathers und Simple Catalyst. Habe ich Ghastiers? Ich bin gespannt. Wie viel kriegen wir da raus? Verdammt. Okay, das heißt, ich muss mal kurz in den Nether. Da sind wir jetzt nicht ganz so viele Mobs, ne? Denn wir müssen noch mal kurz Ghast jagen. Es muss ja eh fertig werden, was wir da jetzt haben. Von daher ist nicht das Problem, wenn wir mal kurz in den Nether gehen. Es ist nur das große Problem, wir müssen einen Ghast finden. Also mindestens einen Ghast. Ich meine, wir haben ja hier eigentlich... Fortune, habe ich da Fortune drauf? Ja, Looting 3. Also, was heißt Fortune? Looting ist es ja. Ne, wie gesagt. Das Problem ist wirklich... Irgendwie, glaube ich, mit Ghast wird ein bisschen schwierig. Weiß nicht. Hab schon ewig kein Ghast mehr gesehen. In unserem Nether. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob da allgemein irgendwie wenig Ghast spawnen. Im Notfall statten wir einfach mal einen kurzen Besuch ab. Beziehungsweise wir könnten es ja eigentlich ganz schnell machen. Ghastiers, ne? Wenn wir wollten, ging es ganz schnell. Ach komm, wir machen das so. Okay, ab nach Hause. Hallo. Nein, was? Wo bist du? Da. Was war das für Shorts? Keiner, der mich interessiert, okay. So. Dann machen wir es nämlich einfach, dann machen wir es über einen Replicator. Dann habe ich da jetzt keinen Bock drauf. Dann machen wir das wirklich über Mass Fabricator Gedöns. Sofort leckt es hier. Wahnsinn. Es liegt nicht an meinem Haus. Hier ist nicht so viel. Ghast-Tier. In der Hoffnung, dass es jetzt nicht 20 Milliarden Dinger frisst. Ich kann natürlich das Ding nicht replicaten. Alter, die ganzen Mobs. Wahnsinn. Ich kann natürlich das nicht replicaten. Aber ich habe eine Idee, wo wir Ghast-Tiers herbekommen. Das war der Forest.
Mal gucken. Wo das Dürmsche ist. Der Dürmsche des Todes, das ist da hinten. Da. Dann fliege ich da mal ganz kurz hin. Ich weiß nicht, nehme ich das jetzt auf? Oder mache ich einen kurzen Cut? Ich weiß immer nicht, ich bin eigentlich nicht so der Mensch, der gerne cuttet. Kann, wisst ihr was, dann machen wir heute mal so ein bisschen Erzählstunde. Zum 1. April kann man ja mal ein bisschen erzählen. Ich bin ja eigentlich nicht so gerne der Mensch, der wirklich cuttet, weil an manchen Stellen finde ich es okay, was jetzt wirklich meinen ist, wo man nur wirklich mit Themen irgendwas machen kann. Aber hier passiert ja eigentlich die ganze Zeit was. Wir sammeln ja Gast-Tiers, die wir komischerweise, was ich wirklich nicht verstehen kann, nicht in den Scanner packen können, um es dann zu replicaten. Finde ich ein wenig komisch. Aber nun gut. Was nicht ist, ist nicht. Wir wissen uns zu helfen. Und wenn es im Nether keine Gast gibt, dann müssen wir halt hier hin. So. Hier sind doch sicher auch schon ein paar Kandidaten für uns, oder? Bitte sag nicht, weil ich den Boss getötet habe, gibt es hier nichts mehr. Das wäre jetzt nämlich nicht so toll. Bisher ist hier noch nichts gespawnt. Ach, hier ist doch der Spawner. Okay. Ich kann natürlich auch so ein Ding mitnehmen, aber nee. Na komm. Und zwar diese Mini-Ghast droppen eigentlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch Ghast-Tiers, ne? War das ein Ghast-Tier? Ah, das waren Ghast-Tiers. 4 Stück auf einmal. Haha. Perfekt. Und die Dinger tun einem halt auch wirklich kaum was. So, das brauchen wir nicht. Warum habe ich immer so Vorkriege aus den ganzen Mobs, die ich töte? Aber 9 Ghast-Tiers haben wir schon. Mensch, das geht ja einfacher, als ich dachte. So. Komm, noch ein Ghast möchte ich töten. Einfach nur, dass ich nochmal ein paar habe. Wir brauchen ja 10 Stück. 5 habe ich ja noch zu Hause, aber... Oder 6. Aber... Ah, ist nur ein Ghast-Tier. Das geht doch nicht. Dann muss ich halt den da oben noch mitnehmen, ne? Auf dem Weg nach oben hier. So, tschüss. Auch wieder nur eine. Die wollen heute nicht droppen. Wahnsinn. Okay, exit. So. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich die Richards... Also wir brauchen Ether 10 Stück, Terray 10 Stück, Incendium 10 Stück, Aquasalus, Sanctus, Tenebrae, Magicales und Potentia. Brauchen wir jeweils 10. Und wir müssen einen Demon töten, aber das machen wir dann. Ja, das heißt, wir müssen dann irgendwas summonen, einen Demon summonen. Und müssen den, ich weiß nicht, wahrscheinlich mit einer Soulvive oder so wird es beste sein, einfangen. Weil wir müssen den dann oben drauf töten, auf dem Blattaltar, glaube ich. Und dann dürfte es hoffentlich funktionieren. Dass wir dann das Portal zum zu den Dämonen öffnen und die Dämonen dann in der Dimension, wo wir das machen, also wir müssen dann wirklich gucken, dass wir eine gewisse Dimension auswählen dafür, die übernehmen dann diese Dimension und nach bauen die halt dann ihr Dorf da auf und alles mögliche und holen das praktisch dann auf unsere Welt. Das ist so der ganze Sinn dahinter. Gehen wir mal schnell nach unten. Also, wir brauchen. Haben wir hier noch was drin? Wir haben hier mal ein bisschen Glowstone. Ether. Glowstone, wir brauchen noch Federn. Bin mal gespannt. Habe ich Federn? Achso, hier stimmt. Ich habe ja oben noch sogar die Barrel. Ja, das dürfte eigentlich gar kein Problem sein. So, also wir brauchen das nicht. Warum füllst du das automatisch nach? Das sollst du nicht nachfüllen. Was? Achso. Wenn man ein Ritualhand hat, dann packt er ja automatisch alles da immer rein. Was ja nicht so gut ist, manchmal. So, 10 davon. Achso, wir brauchen ja 2x10. Feather. 10 Stück. So, das kommt auch noch mit dahin. Ja. So. Das. Und ein paar Simple Catalyst.
Die ich natürlich nicht habe. Aber wir haben Sanctus, das ist gut. Und wir haben auch ein Terry. Wir brauchen 10 Sanctus. Kann ich ja schon mal. Das kann man ja schon mal auf. Was? Warum kann ich das da reinlegen? Falsch. So. Schwupp. Dann machen wir schon mal das Sanctus fertig. Was brauchte ich jetzt? Simple Catalyst. Meine nie. 9 habe ich noch. Was war das? Glowstone, Redstone, Sugar und Gunpowder. Dürfte man eigentlich alles haben. Davon mal ein Stack. Davon mal 2 Stacks. Davon mal ein Stack. Hast du was? Sugar brauchen wir noch. Also davon haben wir ein Stack. Dann machen wir jetzt mal einen ganzen Stack von dem Zeug. Wir haben ja jetzt unsere wunderschöne Sugarcane Farm. Dadurch haben wir ja mehrere tausend Sugarcane. Tja. So. Ich sollte vielleicht nochmal. Habe ich noch einen Master hier drin? Orb. Ja, eigentlich müsste ja sogar der reichen, theoretisch. Sind ja nur Simple Catalyst. So. Da brauchen wir einfach nochmal. 9 Stück habe ich ja. Schwupp. Jetzt mein Master-Ding da drin. Aber wir können ja nochmal die. Wenn ich jetzt wüsste, wie sie heißen. Die Dinger von Blood Magic. Diese. Da. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Und das brauche ich. Hoffe ich. So. Sogar noch auf Sanctus eingestellt. Wahnsinn. So. Tank now to message. Sehr gut. Mensch. Glück. Yay. Yeah. Okay. Dann füllen wir das Ding auf. Wir brauchen die, glaube ich, komplett voll, ne? Ja. 8 Jars müssen komplett gefüllt sein. Also. Jeweils hier Dingens, ne? 7000 nur? Geht da vielleicht nicht mehr rein? Ach, jetzt. Ach, nee. Er ist noch am Uff-Blubbern. Hier, da oben ist noch was drin. Ah. Gibt's Sinn. Okay. Wollte schon sagen, weil hier sind 10.000 drin. So, wie sieht's denn aus mit unserem. Wunderbar. Habe ich die? Ja. Irgendwie buggt das in der Version von Blood Magic anscheinend ein wenig. Haben wir voll? Ja. Gib mal her. Kommst mal da rein. Machen wir 10 davon. Dann haben wir Ether. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Terry. Terry hat man ja schon mal gemacht. Obsidian, Dirt, Sand und Zeug. Also wir brauchen 10 Dirt. 20 Obsidian. 10 davon. Terry. Ja, und dann nur noch 10 Simple Catalyst. Das heißt, die holen wir schon mal. Irgendwas hier ist nicht in Ordnung. Er updatet nicht, wenn ich was rausnehme. Komisch. Keine Ahnung, was das ist. So, dann mal 8. Ja, das ist halt jetzt ein bisschen Arbeit, ne? Das ist klar. Sind wir hier fertig? Ich bin ein Idiot. Nein! Fuck. Ja, ich glaube, das wird heute eh nichts mehr. Denn ich bin ein Idiot. Ich habe hier im Filter immer noch die Demonic Slate drin, ne? Und dadurch hat er jetzt hier 64 Imbued Slate rausgemacht aus dem Blank Slate. Und wir haben unser komplettes Blut, was ich gebackupt habe, ist weg. Yay. Yippie. Ich bin super. Diese Update-Funktion stört mich gerade ein wenig, dass die nicht funktioniert. So, so, so. Das heißt, ich muss eh warten, bis unser Blutnetzwerk wieder voll ist. Wo ja auch schon ein paar tausend fehlen.
Das heißt, ich mache das dann morgen und wir machen dann morgen die Demon Invasion und heute mache ich jetzt noch ein bisschen Vorbereitung, die letzten paar Minuten jetzt noch. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch Incendium. Incendium. Das ist rote Zeug anscheinend. Wir brauchen Blaze Powder. Gut, dass wir eine Blaze Farm haben und dadurch fast 70.000 Blaze Rods. Gott. Lava-Eimer, Netherrack und Simple Catalyst. Ist jetzt eigentlich nicht so schwierig. Das Problem ist, die funktionieren nicht mehr, weil ich Remote-IO raus hatte und die nicht nochmal neu hingesetzt habe. Das heißt, wir brauchen mal ein bisschen davon. Buckets brauchen wir noch. Ich weiß halt nicht, kriegen wir die zurück eigentlich? Ich glaube, wir kriegen die sogar zurück. Ich hoffe, ich kann das machen. Achso, Inventar ist voll. Ihr Inventar ist voll. So. Du kommst weg. So. Schwupp. Dann brauchen wir noch Netherrack. 10 Stück. So. Und 10 Stück. So. Okay. Ne, wir brauchen 20 Blaze Rods. So. Jetzt dürfte es doch hoffentlich ausreichen, oder? Die müssen wir ja auch noch machen. Was brauche ich dafür? Concentrated. Müsste ich eigentlich ja unten haben jetzt noch, ne? Habe eigentlich genug gemacht. So, hier haben wir die 10 fertig. Das ist sehr gut. Brauchen wir sicher auch einen Simple Catalyst, ja. Das dann so und so. Das sollten wir mal rausnehmen. Na, gucken wir mal, ob das so funktioniert. Beziehungsweise ob wir den. Ja, wir kriegen den leeren Eimer raus. Upsala. Das war nicht geplant. Es liegt der Eimer da unten. So. Muss ich auch noch dabei stehen hier. Wir brauchen Concentrated, hatte ich gesagt, ne? Da. Gut, dass ich davon ein paar habe. Nicht ganz so erbärmlich da. So. Na, natürlich habe ich ne. Ich habe alles, nur keine Slabs. Wahnsinn. So, 9 Stück müssen eigentlich erstmal reichen, komm. Brauchen wir eigentlich nur 8 Jars, ne? Ja, 8 sind's. So. Die hier ist ja schon fertig. Das heißt, die kann ich schon mal hier in meinen Beutel. Ups. So. Brauchen wir ganz unten hin. So in diese Leiste da, in die neuen Slots da. Brauchen eigentlich nur 8, aber ist ja egal. Das wird jetzt dauern. Okay, aber ich glaube. Habe ich dir vorher irgendwas gezeigt? Ja, wir haben automatisiert das da hinten. Und wir haben angefangen mit ein paar Demon Invasion Vorbereitungen. Meine Nase juckt gerade und da ich nicht in die erste Aufnahme niesen will, beende ich sie jetzt. Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich hoffentlich alle Ingredienzien vorbereitet habe. Beziehungsweise wir könnten ja hier sogar schon mal diesen da machen. Wir müssen dann nur hier halt noch den Orb da rein flacken. Falakunieren. Ach, da ist noch einer. Das muss natürlich so als erstes rein, warum auch immer. Dann schmelze ich das schon mal nebenbei auf. Und dann, ja, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es wäre wirklich schön. Ich würde mich freuen. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Adieu.